brauchen wir das Ganze aber zweimal. Das heißt, ich muss noch Kupferfleisch essen. Irgendwo müsste ich noch Kupfer haben, auf jeden Fall. Wenn nicht, gehe ich mal kurz. Na. Welchen Level seid ihr eigentlich? 9. 34. Ja, ja, alles klar. Und ich bin so Level 9. Ich denk so, ja, Alter, ich bin voll gut. Und dann kommt sowas. Ich sag nur eins, bleib auf jeden Fall ruhig. Also, das macht. Nein, ach Quatsch, alles gut. Nur, ich baue mir jetzt eine Schmiede. Eine Tinkers Construct Schmiede? Ja! Oh. Dann fängst du ja quasi mit dem ersten Mod quasi an oder so. Ja, genau. Und zwar relativ früh. Weil ich glaube, das ist nur von Vorteil. Die Turtle ist die Mining Turtle. Die baut eiskalt immer noch ab. Ja klar, du musst, du hast ja da eine bestimmte Zeit quasi. Die, wenn du dort 2-3 Kohle reinmachst, baut die echt viel ab mit ein bisschen. Okay. Deswegen finde ich die ja so geil. Und wenn du die theoretisch einen Chunkloader machst, können Blöcke von der Stadt wegmachen und dann lädt sich quasi automatisch. Ich habe mich da mal richtig gut informiert, dass ich das eventuell mal machen kann. Okay. Also ich habe mich gestern Abend so ein bisschen noch im Bett reingelesen halt einfach. Wo ich aufgehört dann Abend zu spielen, weil ich bin gestern Abend nicht mehr viel vorangekommen, weil ich teilweise durch dieses Modpack hier ist alles anders. Da habe ich teilweise gar nichts mehr gewusst. Ja, was soll ich denn sagen? Also ich kenne dieses, ich habe noch nie Vizebeat gespielt. Oh, ich habe Uranium gefunden. Oh, ich glaube, wir müssen dich bombardieren, Nordkorea. Nee. Ich mache keinen Blödsinn damit. Ich will mir entweder eine Atom bauen. Oder halt eventuell zum Farmen halt. Also wirklich nur zum Farmen. Sich quasi die Atombombe irgendwie 300 oder 400 Blöcke von der Stadt weg platziere und dann einfach zünde. Kim Jong Basti! Hä? Kim Jong Basti! Nee, mit dem ist gar nichts zu tun, aber so. Jetzt ist. Ich halt von den Arsch nichts. Oh, ich darf hier mal nicht so laut so sein, weil den darf man nicht vertrauen. So. Hier kommt immer noch nichts hochgewandert. Ich habe keine Ahnung, was du falsch machst. Ich guck dann später mal kurz vorbei. Aber ich muss mich. Oh, schon wieder Uranium. Zack. Wörtel. Habt Angst vor mir. Nein. Nö, ich will doch nicht. Ach man, ich kann nichts mehr einsammeln. Ich komme jetzt hier am dümmsten rauf. Wenn ich aus Versehen auf ein Nachbargrundstück rauskomme, tut's mir echt leid. Ich muss mich mal kurz hochbauen. Ja, da kommt. Da kommen sie! Da kommt meine Schmiede! Oh. Die kommt immer näher. Auf mir ist gerade Gravel runtergefallen. Puh. Sieht man das, wenn die Objekte durch die Leitung hochwandert? Ja, das Banner? Sieht man, das sieht man. Das sieht man zu 100%, also wenn und ja... Und einfach ein Holzrohr an die Kiste direkt anschließen und wandert das schon nach oben, oder was? Nein, du musst da noch eine Redstone schon ranbauen. Das muss ja pumpen. Die heißt Redstone Engine einfach nur, glaube ich. Und da musst du einen Hebel dran bauen und da brauchst du nix irgendwie was da. Oh shit. Oh, ich hab einen Slime. Cool. Zack. Das kann da auch noch mit rein. Oh, ich hab ein neues Buch bekommen. Die Mächte der Schmelzerei. Hä, wie bekommt ihr da immer so Bücher? Das verstehe ich. Wenn du bei Tinkers Construct Erfolge kriegst, also hier so ein Dingens, so ein Achievement, dann kriegst du bei Tinker immer ein paar Bücher. Okay, ja. Cool, das hört mir voll cool an. Bitte, du hast dann vor die Kiste dran gestellt oder wo kommt der dran? Nee, an die Holzpipe quasi. Und wie zieht das Ding dann aus der Kiste was raus? Hä, du, das pumpt quasi das Rohr an. Und da dran musst du jetzt einen Hebel machen, einfach nur, und dann starten.
Johannes Parker hört richtig spannend zu. Ja, selbstverständlich. Also ich baue ja gerade meine Schmelze, zumindest fange ich gerade damit an. Das, was ihr gerade die ganze Zeit vielleicht im Chat seht mit dem Backup, das ist ein Plugin, was ich drauf gemacht habe. Und zwar macht der Server automatisch Backups, falls sowas passiert wie auf dem alten Nitro-Server, dass man Backup hat. Ja, das ist super. Das heißt, hier ist nicht nur Feed the Beast drauf, sondern auch noch Craft Bucket. Ah, okay. Weil sonst wären wir, glaube ich, am Arsch. Ja, sonst hätten wir hier wieder oder wahrscheinlich genauso dasselbe Problem. Ja, und deswegen, reinzuschauen, weil es hier gerade so dunkel ist, aber. Oh, es ist schon wieder, weil ich habe keine Fackeln mehr. Brauchst du welche? Ich weiß gerade nicht, auf welchem Grundstück ich rausgekommen bin. Ich bin rausgekommen, okay. Bei mir bist du nicht. Glaube ich. Ich habe gar keine Erde dabei, das kümmere ich mich gleich drum. Oh, schon wieder? Ah, ne, Stilex. Was hast du jetzt gebaut, Stilex? Ja, ich baue gerade das Ding. So, jetzt haben wir auf jeden Fall... Bin ich eigentlich behindert? Das weiß ich nicht. Ich bin doch gerade in eine Höhle gegangen, um mir Kupfer zu holen. Ja. Ich habe alles dabei, außer Kupfer. Das ist gut. Sehr gut, ne? Das ist wunderbar, also... Sag ich doch, also. Drei. Gut, dann hauen wir halt nochmal ab. Ach man, ey. Da mal auf jeden Fall wieder ein XP am Busch hängen. Denkt jetzt bitte nicht schon wieder falsch. Nein, wir doch nicht. Du doch nicht, ne? Würden wir doch niemals tun. Basti, was denkst du von uns? Oh, hier ist, wo ist eigentlich mein, da hinten ist wieder so ein Blaze-Ding. Ah, ich hasse die Viecher. Oh, die sind noch in Ordnung. Die sind noch ganz lieb. Nee, ich mag sie nicht. Ich mag die. Wenigstens tut mir jetzt nachts keiner in meinem Haus mehr was. Ach so, ihr habt ja alle schon so kleine Bauten, wo ihr euch reinlegen könnt. Ne? Ja, reinlegen ist relativ, weil ich habe keine Wolle, aber... Oh, jetzt Treibsand. Ach, ich habe hier meine Höhle hier. Zack, so. Naja, also am schlaftechnisch habe ich mich noch gar nicht irgendwie gewendet, wo man sich vielleicht mal aufs Ohr legen kann. Mhm. Ich habe einfach nur mir schon mal angefangen, mein kleines Industriehäuschen zu bauen. Sonst eigentlich nichts. Das brauche ich noch. Dann. Den Tank versegneter. Okay, dann reicht da auch normales Glas oder? Ja, okay, normales Glas reicht da auch. Wunderbar. Hier ist ein Grabstein von Herr Typ. Oh. Ah ne, das ist Stilex Grabstein. Müsste aber X drin sein. Guck mal. Doch, Kartoffeln waren drin, 43. Achso, okay. Soll ich dir die geben? Oh, das wäre gut. Tu mir die einfach irgendwo hin. Ja, gleich. Ich muss bloß irgendwie noch Kupfer finden. So, wo muss der Redstone-Motor zwischen? Genau am diese Wooden Pipe. Einfach ranstellen. Okay. So. Da müsste der jetzt an der Wooden Pipe so dran hängen, quasi. Mhm. Sozusagen. Oh, hier ist Kupfer. Hier ist Kupfer. Hoho, jawohl. Zack. Kupfer benutze ich gerade am meisten für Kupfer-Kabel. Ja, gut, ergibt ja auch Sinn, ne? Ja. Muss man die Kabel dann auch isolieren? Also mit Rubber oder sowas? Nein, ne? Ja, da tut man quasi so Rubber ranhängen. Ah, okay. Gut. Das funktioniert. Die Mining Turtle ist immer noch am Arbeiten. Ja, und jetzt pumpt es quasi automatisch dein Zeug hoch. Sozusagen. Und das war der Grund, warum ich mir das gebaut habe. Also ich fand es nützlich. Die Turtle hört nicht mehr auf zu bauen. Naja, weil noch genug Kohle drin ist. Wenn du willst, dass er aufhört, dann abbauen. Einfach abbauen. Aber das. Ich komme da eh nicht mehr an das Ding dran. Warte, bis Kohle da ist und gut ist. Bis die Kohle leer ist und gut ist. Dünn, 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 dünn.
So, jetzt bauen wir hier mal weiter. Also, wir haben jetzt hier Copper, da tue ich. Was? Oh. Hinter mir war ein Creeper, aber der ist diesmal nicht auf einer Industrieanlage. Ist er denn wieder explodiert? Ja. Ja, das Problem hatte ich vorhin auch mit dem Creeper. Ich habe jetzt schon 3 Creeper-Löcher in meine Häuser. Können wir mal kurz schlafen gehen? Eben. Ja. Lieber Stilex, warte gleich. So, du kannst dich schon mal reinlegen ins Bett. Ich kill hier nur noch so einen blöden Skelett. Ah, ja. So. Okay. So, I am leaking in the bed. Das ist ja ein tolles Englisch, was du sprichst, muss ich sagen. Mhm. I am leaking in the bed. Das nennt man nicht Deutsch, das nennt man nicht Englisch, das nennt man Denglisch. Ah, ich hasse das. Ich hatte eine Lehrerin, die hat das auch immer gesagt. Ja, okay. Ich höre ja schon auf. Kann so. Ich überhaupt noch verdoppeln? Hab ich 1, überhaupt noch so viel Strom? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Steine brauche ich noch. Okay. 17 davon. Ganz viel Glas. Wolltest du ein bisschen Sand haben? Ah, ich hol mir schon was hier aus der Wüste. Alles klar. Ja, dafür haben wir die Wüste da. Theoretisch könntest du die Mining Turtles sogar in der Wüste platzieren, da hättest du unendlich Sand. Sieht man das denn auch, wo die lang gräbt, oder? Ja, das sieht man. Okay. Also das ist relativ cool eigentlich gemacht mit den Dingen. Mhm. So, ich brauche einen Cutter, den habe ich noch, Gott sei Dank. Jetzt habe ich 10 Copper-Cable, das langt aber immer noch nicht. Ich brauche 12. So, jetzt sind es noch 14. Brauche ich 12 Copper-Cable noch, aber das zack. Müssen wir jetzt hinkriegen eigentlich. Zack, zack. Danach können wir die Steine, unsere normalen Steine einfach in die Schmiede. Funktioniert auch. Aber dann geht's es ist, noch. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, in Feeder Beast Ultimate ist so, wenn du Platten generieren willst, brauchst du eine Plate-Bending-Maschine. Also eine Druckmaschine. Die dann... Ja, und wenn du diese hast in Feeder Beast Ultimate, hast du eigentlich schon gewonnen, weil da kannst du dir aus jedem Stoff Platten machen. Okay. Das Ding ist, hier brauchst du nicht die Plate-Bending-Maschine, sondern du brauchst einen Hammer und eine Schere quasi, um dir Kabel zu machen. Mhm. So eine Metallschere quasi. Ein Seitenschneider. Genau, sozusagen. Zack. So. Warte mal, jetzt waren's 17 minus 3, das sind 14, jetzt sind's noch 12. Kein Redstone mehr im Inventar. Wo habe ich jetzt meinen Redstone schon wieder hin? Hm. Alter, ich bin Level 15. Ich bin Level 30. Das ging jetzt aber schnell. Electronic Circuits. Und dann kann ich mein Solarpanel fertig machen. Yay! Ich bin stolz auf mich. Und wir haben wieder unendlich Strom. Yippie! Ja, es füllt sich wieder die Bedbox. Ich freue mich. Ah. So, jetzt sind es noch 9 Steine. Zack. 9 einzelne Steine muss ich jetzt noch gießen, beziehungsweise brennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, 9 Stück. Und danach läuft die Schmiede von selber. So. So, was hast du jetzt gesagt mit diesen Apfelbäumen? Wie macht man die nochmal jetzt? Du nimmst einen Setzling, einen Eichenholz-Setzling. Ha? Und legst daneben einen Apfel. Einfach nur einen Apfel daneben. Zwei. Apfel. Habe ich dir in eine Kiste gegeben? Ach ja, stimmt. Genau. Ja. Hier unten sind sie, ich sehe sie. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Wir machen uns jetzt mal 5 solche Apfelbäume. Ah ja, genau. Cool. Das Leitungssystem funktioniert bei mir schon mal. Und wenn du mal herkommst zu mir, also wenn du gerade mal Zeit hast, zu mir zu kommen, dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Den Apfelbäumen. Platziere die oben auf meinen kleinen Hügel einfach mal. Ja, mach mal. Ah, das ist ja quasi dann eine unendliche Nahrungsquelle. Ja, vor allem, komm mal rüber eben, dann zeige ich dir was, was cool ist. Moment, ich muss erst mir noch was zu essen machen.
Sagst du an, wenn der Creeper zu mir... Oh, er kommt schon. Okay, ich hab's schon gesehen. Geh doch außen rum, über die Brücke. Das ist ein Pen. Er ist drinne. Mein Feld! Rums. Ist kaputt? Nein, aber der zerspringt das. Der Arsch. So, dann sind jetzt... So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Weizen und den verkrafte ich mir jetzt noch zu Totschnell. Und dann komme ich direkt zu dir. Acht Klötze, also acht Steine muss ich jetzt noch brennen, glaube ich.